In der Ukraine wird also weiter heftig gekämpft. Die Gefechte konzentrieren sich vor allem auf den Osten des Landes. Aus der Gegend um Kharkiv gibt es Meldungen zu Explosionen. Die Ukrainer sollen dagegen eine Eisenbahnbrücke gesprengt haben, um die Versorgung der russischen Truppen abzuschneiden. Aus US-Kreisen heißt es, Russland hinke im Osten der Ukraine offenbar seinem militärischen Zeitplan hinterher. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite allerdings nicht überprüfen.